Wir haben vor uns ein Bild der Kreuzigung Jesu. Der Waldshuter Künstler Wolfgang Tartsch hat es gemacht. Ein dreigeteiltes Bild ist es, ein großes Mittelstück und zwei schmalere Seitenteile mit unterschiedlicher Breite. Wir betrachten zunächst das Bild. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir sehen Jesus in der Mitte. Das Kreuz ist nur angedeutet und auch von Jesus ist nur die obere Hälfte seines Körpers zu sehen. Jesus, weiß und fahl, hebt sich dieser Torso ab vom Hintergrund, vom groben Holz. Die Konturen des Brustkorbes treten scharf heraus. Der rechte Arm unnatürlich verrenkt. Über dem Kopf Jesu die mächtige Dornenkrone. Starr und spitz und stechend, blutrot, ragen die Dornenspitzen nach allen Seiten. Fast wirkt die Dornenkrone wie eine scharfkantige Koralle, messerscharf, tödlich, wer sie berührt. Jesus, es ist seine Todesstunde. Es ist der Moment seines Todes. Es ist der Moment, in dem er seinen Kopf noch ein letztes Mal nach oben dreht, zu einem letzten Satz, den er herausschreit: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Gleich wird sein Kopf nach unten fallen, gleich wird er seinen letzten Atemzug machen, gleich ist er tot und verschieden. Jesus in seiner Todesstunde. Neben ihm Maria, seine Mutter. Wie auf vielen Darstellungen der Kreuzigung, auch hier Maria ganz nahe am Kreuz, in Trauer versunken, die Augen geschlossen. Ihre Hände sind zu einem letzten Gebet verkrampft. Mit dem Tod ihres Sohnes vergeht der Glanz aus ihrem Leben, wie sich das abbildet im abblätternden Glanz des Heiligenscheines, der ihren Kopf umgibt. Sie, die Maria, ist die einzige Gestalt, das einzige Detail auf diesem großen Bild, das einen historischen Reflex auf die Kreuzigung Jesu gibt und in seine Zeit blickt. Ansonsten um den sterbenden Jesus herum Dinge der modernen Welt, der gegenwärtigen Weltzeit. Sie stellen Jesus und seinen Tod in unsere Zeit. Sie geben Jesus und seinem Tod eine je eigene, aktuelle Akzentuierung. Unter dem Kreuz, dort wo auf traditionellen Kreuzigungsdarstellungen oft ein Totenschädel dargestellt ist, sehen wir hier ein Zahnrad, leere Cola-Dosen, eine Uhr und Weinflaschen einer französischen Sorte eines alten Jahrganges. Scheinbar wahllos hier versammelte Gegenstände aus dem Leben, das mehr oder weniger unbeeindruckt von Jesu Leiden und Tod dahinlebt. Und doch zugleich Dinge, die die Oberflächlichkeit und Zeitlichkeit dieser Welt symbolisieren. Zeitlich und dem Tod verfallen, so ist diese Welt. Und in dieser Welt und für diese Welt stirbt Jesus. Dazu im Kontrast auf der anderen Seite des Triptychons links oben der Gegensatz. Ein Blick auf das Paradies. Das Paradies, harmonische Goldsymbolik mit goldener Weinranke, mit schweren Trauben, Tiere, auch die Schlange und angedeutet auch der Mensch. Das Paradies, das diese Erde ja längst nicht mehr ist, von dem die Wirklichkeit der Welt weit, weit entfernt ist. Das aber Jesus vor Augen ist, auch in seiner Todesstunde. Heute noch, sagt er zu dem einen Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Perspektive in dieser dunklen Stunde des Todes. Unter dem Paradiesbild Menschen,
Menschenköpfe aufgestellt und aufgereiht mit unbewegten Mienen und Augen, die starr nach vorne gerichtet sind, nicht auf das Kreuz. Menschen offenbar unbewegt von dem, was da am Kreuz geschieht, unbewegt vom leidenden und sterbenden Menschen Jesus. Wie viele ja bis heute unbewegt sind, wo Menschen leiden, wo Menschen zu Tode kommen, zu Tode gebracht werden. Wo Menschen davon unberührt sind und sich nicht berühren lassen wollen oder gar nicht mehr berühren lassen können. Nicht mehr hinschauen, nur noch vor sich selber hinschauen, starr und kalt. Auch das gehört zu dem, worunter Jesus leidet und stirbt. Und wofür er leidet und stirbt und wogegen er leidet und stirbt. Und ebenso auf der anderen Seite Gewalt und Zerstörung. Dunkle Gewalt, dunkle Zerstörung, Zerstörung da, wo die Waffen sprechen. Kalt, präzise und tödlich, alles beherrschend, alles vernichtend, 5 Patronen, die wie Raketen aufragen. Und dann Trümmer und Verwüstung, wie in Damaskus, wie in Idlib, wie jetzt in Rangun, wie an so vielen Orten in dieser Welt. Da ist kein Leben mehr möglich, nur der gelbe Teddy und ein Tuchfetzen lassen erahnen, dass hier einmal Menschen gelebt haben. Darunter leidet Jesus, dafür leidet er und stirbt er und dagegen leidet er und stirbt er. Wir alle kennen solche Bilder ja von Trümmern und Verwüstung. Jeden Tag werden sie ja geliefert auf die Bildschirme, klein und groß. Gefilmt und festgehalten von Kameras und Smartphones. Information ist ja alles. Immer das neueste Wissen, als Zuschauer ganz dicht dran sein, wenn man auf der bequemen Couch sitzt. Hingezoomt und scharf gestellt auf den Punkt. Gewalt und Zerstörung und Tod von Menschen auch als Sensation. Manchmal auch als Schauspiel. So werden Menschen gesehen in dieser Welt. Ecce homines. Sehet die Menschen. Ja, wie sehen wir die Menschen? Jesus sieht die Menschen. Er, der Mensch gewordene, sieht die Menschen doch nicht als Voyeur und mit Abstand. Er sieht die Menschen von Gott her und mit den Augen Gottes. Ecce homo. Seht diesen Menschen an, so hatte es Pilatus gesagt, als er Jesus vor den tobenden und johlenden Mob führte. Sehe diesen armseligen, geschundenen, todgeweihten Menschen. Pilatus hat nicht wirklich gewusst um die tiefe Wahrheit seiner Worte. Und das Volk wusste nichts, dass sich in Jesus abspiegelt, wie sie selber sind. Armselig, geschunden, todgeweiht. Ja, Menschen wissen nicht, dass Jesus um ihretwillen so ist und für sie so ist. Wissen wir es? Jesus am Kreuz, Jesus stirbt, schauen wir hin und lassen uns berühren, das Bild hilft uns. Und erkennen wir, wie das uns betrifft, in einem ganz tiefen Sinne, Ecce homines. Das ist die Wahrheit des Karfreitags, die es zu sehen gilt. Dass Jesus für uns Menschen stirbt und sterben muss, dass Jesus sich hingibt in den Tod gegen das, was das Leben zerstört, für uns Menschen und am Ende für das Leben. Amen. Wir hören die 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, so wie die Evangelisten es uns überliefern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Frau, dies ist dein Sohn, dies ist deine Mutter. Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin durstig. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht.